Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Yvonne und wir machen heute eine Yang-orientierte Praxis zum Thema Stabilität und Balance. Komm in einen aufrechten, bequemen Sitz. Die Hände auf den Knien, Handflächen nach oben oder unten. Und dann schließ deine Augen und komm erstmal ganz bei dir an. Spür, wie die Unterlage dich trägt. Wie du dein Gewicht an die Erde abgeben kannst. Und wenn du dann magst, bring die rechte Hand auf den Bauch und die linke Hand auf deinen Brustkorb, um Kontakt zu deiner Atmung aufzunehmen. Spür, wie sich Bauch und Brustkorb mit jedem Ein- und Ausatmen bewegen. Verfolge den Einatmen vom Anfang bis zum Ende und den Ausatmen ebenfalls vom Anfang bis zum Ende. Und dann bring die Hände wieder auf die Knie oder in den Schoß und spür noch einmal die Stabilität deines Sitzes. Und stell dir nun vor, wie Wurzeln aus deinen Beinen in den Boden hineinwachsen und dir noch mehr Halt geben und dich mit Mutter Erde und ihrer Energie verbinden. Sind dicke Wurzeln, dünne Wurzeln. Ganz tief graben sie sich in die Erde unter dir. So ein wunderbares Gefühl. Und mit diesem Gefühl, dass du jetzt getragen, gehalten, gestützt wirst, wollen wir uns nach oben hin aufrichten und flexibel und beweglich bleiben. Nimm dazu jetzt die Hände an die Seiten des Körpers, atme ein, über die Seite für die Arme nach oben, bis die Handflächen sich berühren. Und dann mit dem nächsten Ausatmen, Handflächen nach unten, öffne die Arme wieder über die Seite ganz langsam Richtung Boden. Fingerspitzen berühren den Boden. Erdung. Mit dem nächsten Einatmen, bring die Arme wieder über die Seite nach oben. Du kannst auch zu den Händen schauen, wenn dein Nacken das zulässt. Handflächen berühren sich. Ausatmen, Handflächen öffnen sich, Fingerspitzen berühren den Boden. Noch einmal mit dem Einatmen die Arme ganz langsam nach oben über den Kopf, Handflächen berühren sich. Ausatmen, Hände nach unten Richtung Boden. Und dann bring die Hände zurück auf die Knie und beginn deine Schultern zu rollen von vorne nach hinten und von hinten nach vorne ein wenig auflockern. Und dann komm von hier aus in einen Vierfüßlerstand. Schau, wie du die Hände aufsetzen möchtest und dann beginne mit Kreisen. Mit großen Kreisen um deine Handgelenke herum mit dem Becken. Richtig schön nach vorne, zur Seite, nach hinten. Ganz geschmeidige, weiche Kreise. Wechsel zwischendurch die Richtung.
Lass eine weiche, dynamische Bewegung entstehen, so wie es jetzt für dich gerade gut ist. Und dann komm wieder in die Mitte zur Ruhe. Stell hinten die Zehen auf und schau, wie du die Hände aufsetzen willst, etwas weiter auseinander, etwas näher zusammen. Und dann streck dein rechtes Bein nach hinten aus, bring es auf Hüfthöhe, die Zehen zeigen nach unten, sodass die rechte Hüfte nicht ausgedreht ist. Und dann bring den linken Arm nach vorne, Daumen zeigen nach oben. Halte diese Position über die Diagonale stabil, spann den Bauch an und dann einatmen, lang ziehen, ausatmen, Knie und Ellbogen unter dem Körper zusammen. Einatmen, wieder ausstrecken, lang ziehen, ausatmen, Knie und Ellbogen unter dem Körper zusammenführen. Nochmal einatmen, ausstrecken. Ausatmen, Knie und Ellbogen zusammen. Wieder einatmen, ausatmen. Nochmal ein und aus. Jetzt halte einen Augenblick das Knie nach oben und dann führe das Knie vor das andere Knie, sodass du in Gomukhasana kommst. Oder auch den Schnürsenkel. Setz dich zwischen deine Beine. Wenn das zu anstrengend ist, bring das linke Bein nach vorne in die halbe Version. Aber wenn es so für dich möglich ist, mit den Knien übereinander, dann leg die Hände auf die Füße für noch mehr Erdung. Spür noch einmal, wie sich das jetzt anfühlt. Dann öffne die Arme und schließe sie wieder, indem du dich umarmst. Leg die Hände auf die Schulterblätter und entweder bleibe hier oder bring die Arme in die Adlerarme. Das heißt, bring die Ellbogen übereinander und dann kannst du die Handflächen verschränken, die Handrücken oder auch die Daumen zusammenbringen. Ziel ist die Dehnung der Außenseite jetzt der rechten Schulter und schau mal, wie das für dich am besten möglich ist. Wie gesagt, du kannst doch in der umarmten Variante ganz normal bleiben. Atme tief ein und aus. Ellbogen sind ungefähr auf Schulterhöhe. Streck sie ein wenig weiter raus, wenn du die Eagle Arms, also die Adlerarme hast, um noch mehr Dehnung zu erreichen. Und dann öffne die Arme, komm wieder nach vorne, bring die Knie wieder nebeneinander in den Vierfüßlerstand und komm von hier in einen ersten herabschauenden Hund. Spür auch hier wieder, ob du die Hände weiter auseinandernehmen willst oder näher zusammen und beginne deinen Hund spazieren zu führen. Heb und senk abwechselnd die Fersen. Nimm auch ein wenig den Oberkörper mit, auch hier wieder eine dynamische Bewegung. Und dann schau zu den Händen nach vorne, bring dann das rechte Bein nach hinten oben und dann führe das Knie unter dem Körper nach vorne, bring das linke Knie zum Boden in einen tiefen Ausfallschritt. Nimm dir die Blöcke gerne unter die Händen, um den Boden näher zu dir zu bringen. Und dann komm in einen langen Rücken, beginne dann die Hüfte zu kreisen. Wieder eine dynamische Bewegung. Um das Hüftgelenk und die Beine noch ein wenig aufzuwärmen, wechsel auch zwischendurch die Richtung. Bleib in deinem Atemfluss dabei. Und dann mach dich lang mit dem Rücken und dann streck dein rechtes Bein, bring dein Po nach hinten, beug dich über das ausgestreckte Bein, flex den rechten Fuß, sodass du eine Dehnung im Oberschenkel spürst. Komm dann wieder nach vorne, mach dich lang
Und dann streck nochmal das rechte Bein. Immer im Wechsel kommst du nach vorne und nach hinten. Nochmal nach vorne, Rücken aufrichten. Und komm nach hinten, streck dein Bein, zieh den rechten Fuß an. Nochmal nach vorne. Jetzt halte hier, tu die Blöcke beiseite. Löse dein linkes Knie, bring dein rechtes Bein zurück in die schräge Ebene, Plank-Position. Halte mit der Ganzkörperspannung einen Augenblick Plank. Kannst auch immer auf die Knie kommen. Schau mal, wie es dir heute geht, wie es auch deinen Handgelenken und Schultern geht. Und dann kommen wir über die Knie an den Boden mit dem Oberkörper, Ellbogen und Schultern zurück. Richte dich auf in eine kleine Kobra. Schau, dass deine Füße am Boden bleiben, aktive Beine, Schulterblätter nach hinten und innen ziehen, Ellbogen nah am Körper. Heb für einen Augenblick deine Finger an, damit du siehst, und deine Hände, damit du siehst, ob du die Kraft im Rücken und im Bauch wirklich hast, um dich so aufzurichten. Die Hände sollen dir nur wenig Kraft geben. Und dann leg wieder die Stirn am Boden ab. Schieb dich nach oben zurück und komm für einen Augenblick in die Position des Kindes. Wenn das nicht für dich angenehm ist, bleib einen Augenblick auf dem Bauch liegen. Spür nach, wie sich die eine Seite jetzt in deinem Körper angefühlt hat, die wir jetzt geübt haben. Verbinde dich wieder mit deinem Atem. Und dann komm zurück in den Vierfüßlerstand und streck dein linkes Bein aus, nach hinten, bring es auf Hüfthöhe, Zehen zeigen nach unten. Und dann, wenn du stabil bist, heb deinen rechten Arm, Daumen zeigt nach oben und zieh dich jetzt wieder lang über die Diagonale. Schau, dass dein Rücken in seiner natürlichen Krümmung bleibt. Spann den Bauch an und dann ausatmen. Bring Knie und Ellbogen unter dem Körper zusammen. Einatmen, wieder lang ziehen und ausatmen, rund. Halte die ganze Zeit die Bauchspannung und abwechselnd ausstrecken mit dem Einatmen. Und rund machen, Ellbogen zum Knie mit der Ausatmung. Genieß diese Bewegung, die einerseits Stabilität, aber auch andererseits Balance erfordert. Bleib bei dir und deinem Atem. Und dann halte wieder das Knie oben, führ den Fuß über das andere Knie. Knie sind übereinander, setz dich mit dem Gesäß auf den Boden ab in die Gomukhasana-Beine. Du kannst auch wieder den unteren Fuß ausstrecken, wenn das für dich angenehmer ist, und in die halbe Variante kommen. Und dann öffne die Arme, umarm dich wieder, wenn du sie schließt, den anderen Arm diesmal oben, je nachdem, welchen Arm du auf der anderen Seite oben hattest. Und entweder bleibst du wieder hier mit den umarmten Armen, den Händen an den Schulterblättern, oder du kommst wieder in die Adlerarme. Das heißt, du bringst die Ellbogen übereinander und bringst Handflächen, Handrücken oder Daumen zusammen. Ellbogen sind ungefähr auf Schulterhöhe, schieb sie raus, sodass du jetzt eine Dehnung besonders auf der linken Außenseite der Schulter verspürst. Und beobachte jetzt die Wirkung sowohl in den Hüftgelenken als auch in den Schultern. Atme tief ein und aus. Bleib ganz bei dir.
Und dann löse langsam auf, öffne die Arme, bring nochmal die Hände auch hier auf die Füße und presse sie ein klein wenig sanft in den Boden für mehr Erdung. Und dann löse die Übung ganz langsam wieder auf, bring die Hände wieder nach vorne, löse den Knoten in den Beinen und bring also die Knie wieder nebeneinander und komm nochmal zurück in einen herabschauenden Hund. Auch hier platziere wieder die Hände so, die Füße, so wie es für dich angenehm ist. Beug die Knie, schau zu den Händen. Für einen Augenblick mal den Nacken in eine andere Position. Du kannst den Nacken auch mal abwechselnd hängen lassen und nach vorne nehmen, sodass wir da nicht zu rigide sind. Und dann bring links linke Bein nach oben in den dreibeinigen Hund und führ dann den Fuß nach vorne wieder. Bring das rechte Knie zum Boden. Nimm gerne wieder deine Blöcke unter die Hände, sodass du dich schön aufrichten kannst mit dem Rücken. Und dann mit dem Einatmen mach den Rücken noch länger. Du kannst dazu auch mit den Fingerspitzen auf die Blöcke kommen oder sogar die Arme in die Luft nehmen. Schau mal, was für dich gut ist. Also komm jetzt einatmen nach oben und dann bring die Blöcke ein Stück zurück. Streck dein linkes Bein, sodass der Oberschenkel gedehnt wird. Beug ein wenig den Oberkörper nach vorne. Einatmen, komm wieder nach vorne. Mach den Rücken lang und ausatmen. Streck dein linkes Bein. Denk daran, die Zehen zu flexen für mehr Dehnung. Und wieder mit deinem Atem abwechselnd zwischen vorne und hinten wechseln, also zwischen linkes Bein gebeugt und linkes Bein gestreckt. Und dann nimm die Blöcke beim nächsten Mal, wenn du vorne bist, wieder weg. Linker Fuß kommt zum rechten Fuß. Nochmal Plank-Position, das Brett, schräge Ebene. Schön halten, Ganzkörperspannung, Oberschenkel, Bauch, Rücken. Wenn du willst, komm über die Knie wieder zum Boden. Und diesmal machen wir die Heuschrecke. Leg die Arme neben den Körper und verschränk dann die Hände über deinem Gesäß und zieh dich nach oben. Oberkörper und Beine heben sich vom Boden ab. Aerodynamisch, als wolltest du durch die Luft fliegen. Und schau auch hier, dass du den Hebel so einsetzt, dass du auch jederzeit die Hände lösen kannst und trotzdem oben bleibst, dass du dich mit der Kraft aus dem Bauch und aus dem Rücken halten kannst. Tiefen Atemzug hier und dann ablegen. Mach mit den Händen ein Kissen für deine Stirn und leg dich ab. Entspannen. Genieß jetzt die Pause auf dem Bauch. Wenn du magst, kannst du auch wieder zurück ins Kind kommen. Nutze die Ruheposition, die für dich am besten ist. Und dann komm langsam wieder hoch über den Vierfüßlerstand in den herabschauenden Hund. Hier schau nach vorne zu den Händen und lauf nach vorne.
In der Vorwärtsbeuge kannst du die gegenseitigen Ellbogen fassen und hin und her pendeln. Kannst auch die Hände lösen und am Boden lassen. Beweg dich ganz sanft hin und her. Und dann kommen wir in die halbe Vorwärtsbeuge. Das heißt, bring gleich einatmend deine Hände an die Unterschenkel, mach einen langen geraden Rücken, gerader Nacken. Und dann kommen wir in einen Twist, das heißt, bring dann die rechte Hand an die Außenseite vom linken Bein, beug dein rechtes Bein, öffne dich einatmend mit dem linken Arm zur Decke. Wechsel dann ganz langsam die Seite, linke Arm am linken Bein, am rechten Bein, öffne dich mit dem rechten Arm zur Decke. Wechsel ein paar Mal in deinem Atemrhythmus ab. Schau, dass du den Rücken lang lässt, sodass du dich richtig schön aus dem Oberkörper drehen kannst, der Atemraum frei ist. Eine angenehme Drehhaltung für die Wirbelsäule. Und dann komm noch einmal in die halbe Vorwärtsbeuge mit dem geraden Rücken. Und dann komm langsam nach oben zum Stehen, bring die Arme einatmend über den Kopf und ausatmend Hände vor die Brust. Dann finde nochmal einen bequemen Stand für dich, lege die rechte Hand auf den Bauch, die linke Hand auf die Brust und dann schau mal, dass du dich wieder mit deinem Atem verbindest. Wie geht es dir jetzt? Wir haben jetzt sehr viel Stabilitätsübungen gemacht mit einem kleinen Hauch von Balance. Und jetzt werden wir diese Balance intensivieren. Das heißt, schau jetzt, dass du ein Gefühl für Balance entwickelst, schließ die Augen und dann lass dich mal nach vorne fallen mit dem Oberkörper. Spür genau, wann deine Zehen greifen müssen, um dich aufzufangen. Dann lass dich langsam nach rechts fallen mit dem Oberkörper. Und schau, wie fühlt sich das an? Stabile Beine und auch nach hinten lass dich fallen. Schau auch hier, wann müssen die Zehen greifen? Wie pressen sich die Fersen in den Boden? Schau, dass du nicht abhebst mit den Füßen. Sie sind dein stabiles Fundament. Und dann lass dich nach links fallen. Schau ganz genau, wie sich das anfühlt jetzt auf dem linken Fuß, auf der linken Körperseite. Und dann fang wieder von vorne an, lass dich wieder nach vorne fallen. Und dann wieder nach links, wir gehen jetzt andersrum. Nach links. Und dann nach hinten. Fang dich immer rechtzeitig mit der Muskulatur auf, aber ganz unaufgeregt. Das ist eine Stabilitätsübung mit innerer Ruhe, innerer Zentriertheit. Nach rechts fallen lassen. Und jetzt spür nochmal nach, wie sich das anfühlt. Komm jetzt einatmend mit den Armen über der Seite nach oben auf die Zehenspitzen. Zieh dich lang und ausatmen. Setz alles wieder ab. Nochmal einatmen, Arme über die Seite nach oben. Mach dich lang, komm auf die Zehenspitzen. Und ausatmen wieder, Arme tief, Fersen tief. Und noch einmal richtig langziehen, 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 vielleicht sogar die Hände verschränken. Bleib einen Augenblick oben. Finde deine Balance und dann ganz langsam wie du kannst, senk gleichzeitig die Fersen ab, während du die Arme nach unten. Dann kommen Fersen und Arme gleichzeitig unten an. Wunderbar. Und jetzt schauen wir, dass wir noch ein wenig weitergehen mit dem Thema Balance. Finde einen bequemen Stand für den linken Fuß. Spann dich an, Bauch, Po, Knie ist 90 Grad. Und dann bring es ganz langsam unter dem Körper nach hinten, dein Bein, sodass du in den dritten Krieger kommst und auch die Standwaage. Kannst die Arme ausbreiten oder die Finger unter dem Körper verschränkt lassen
Und dann setz deinen Fuß ganz langsam hinten auf, komm in einen hohen Ausfallschritt, Arme sind nach oben Richtung Decke ausgestreckt. Finde jetzt deine Position, die gut ist, und dann ausatmen, bring dein Knie nach unten, einatmen, streck dich nach oben, beide Beine strecken. Und dann wieder das Knie rechts über dem Boden schweben lassen, die Hände unter dem linken Knie zusammen, einatmen, zur Decke strecken, alles. Wieder tief kommen, hoch kommen. Und dann bleib noch einen Augenblick oben im High Lunge, im hohen Ausfallschritt. Und dann bring die rechte Hand nach vorne, die linke Hand nach hinten in so eine schräge Position. Halte dich stabil und dann komm wieder mit den Armen nach oben, High Lunge. Und dann bring die Hände nach unten auf den Boden. Und dann nimmst du die linke Hand an die Innenseite vom linken Fuß, rechtes Knie zum Boden und dann kommen wir in einen Drachen. Das heißt, wir dehnen jetzt ein wenig die Hüfte und den Hüftbeuger des rechten Beins. Du kannst gerne die Hände auf Blöcke nehmen, hochkant oder flach. Schau mal, was dir am besten gefällt. Du kannst sogar tiefer kommen mit den Unterarmen auf den Block. Aber nur, wenn das für dich okay ist. Spür dich einen Augenblick hinein in diese wirklich intensive Dehnung. Du merkst am Hüftbeuger, am rechten Bein, also an der Oberschenkeloberseite nach oben hin, diese Dehnung. Und vielleicht spürst du auch was im linken Bein, an der Innenseite oder an der Außenseite. Wichtig ist, bitte keine Schmerzen, weder im Bereich der Knie noch im unteren Rücken. Dann komm definitiv eine Stufe höher oder sogar ganz raus aus der Haltung. Ansonsten genieß noch einen Augenblick diese tiefe Dehnung. Und dann komm ganz langsam wieder nach oben mit den Händen, wenn du tief warst, und schieb dein Becken zurück. Räum die Blöcke beiseite, bring dein linkes Bein wieder zurück und komm in einen herabschauenden Hund. Bleib einen Augenblick hier und dann verlängere dein linkes Bein nach hinten oben, bring es unter dem Körper nach vorne und komm auch hier in einen High Lunge, diesmal linkes Bein vorne. Und dann komm mit den Armen nach hinten, so dass du wieder so eine aerodynamische Position hast. Dann bring die Hände wieder nach vorne und tritt mit dem rechten Bein wieder nach vorne in diese 90-Grad-Position in der Luft. Nimm einatmend die Arme nach oben, mach dich lang und öffne dich über das angewinkelte Bein. Eine Drehhaltung mit dem rechten Bein in der Luft. Und dann komm wieder nach oben und in die neutrale Position. Bring das rechte Bein nochmal nach hinten unter dem Körper in die Standwaage oder den Krieger 3. Arme auseinander, nach vorne, zur Seite, nach hinten, so wie es für dich passt. Und dann setz hinten den Fuß auf, dreh dich zur langen Seite der Matte. Und dann einatmen, nimm die Arme nach oben und ausatmen, dreh die Füße nach außen und komm in einen tiefen Sitz. Und nochmal, einatmen nach oben, ausatmen, komm tief. Ein paar Mal in deinem Atemrhythmus, richtig schön tief sitzen. Wie gesagt, Zehen sind nach außen gedreht, sodass es eine tiefe, weite Hocke ist. Und dann bring jetzt die Füße neutral und komm dann mit dem Oberkörper tief in eine Vorbeuge mit gegrätschten Beinen. Setz die Handflächen auf, möglichst auf Höhe deiner Füße, sodass Finger und Zehen auf einer Höhe sind. Spür noch einmal die Erdung jetzt von Füßen und Händen. Lass dich tief Richtung Boden sinken.
Schau, dass dein Gesäß nicht zu weit nach hinten über die Fersen hinausgeht, sondern verlagere dein Gewicht eher ein wenig nach vorne. Atme tief ein und aus. Und dann komm mit den Händen wieder ein wenig nach vorne, mach einen langen Rücken, stütz die Hände in die Hüften, halte dich, nimm die Hände nochmal auseinander wie Flügel oder sogar nach vorne, was dich noch ein wenig mehr herausfordert, und dann komm langsam zum Stehen. Dreh dich dann wieder nach vorne Richtung, also Richtung schmale Seite der Matte, steh vorne. Nimm nochmal die rechte Hand auf den Bauch, die linke Hand auf die Brust. Spür nach, wie es sich jetzt nach diesem Balance Flow anfühlt. Erde dich wieder ganz bewusst. Tiefer ein- und ausatmen. Und dann machen wir die andere Seite, kommen also wieder ganz an den Anfang der Matte. Und dann erde deinen rechten Fuß, spann Bauch und Po an. Halte das Knie 90 Grad vor dem Körper und dann führe es ganz langsam unter dem Körper nach hinten, wieder in die Standwaage, Krieger 3. Zehen zeigen nach unten und dann öffne wieder entweder deine Arme zur Seite, nach vorne und dann komm mit dem Zehen hinten zum Boden in den High Lunge. Finde deine Position, Beine weiter auseinander oder zusammen. Arme nach oben gestreckt und jetzt einatmen, mach dich lang, ausatmen, komm tief mit dem hinteren Knie fast auf den Boden und immer abwechselnd lang strecken Richtung Decke und ausatmen, komm tief. Merke, wie deine Beine stabil sein müssen, wie dein Bauch angespannt ist, lass die Schultern locker dabei. Und dann bring wieder die Hände vor die Brust und nochmal nach oben, sodass du jetzt die linke Hand nach vorne, die rechte nach hinten, lehn dich nach vorne in eine schräge Ebene, halte, 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 kraftvoll und dann richte dich nochmal auf in den High Lunge. Achtung, jetzt bring die Hände zum Boden, wieder die rechte Hand auf die Innenseite vom rechten Fuß, leg dein Bein ab und dann komm wieder mit den Händen auf die Blöcke, so wie du das eben auf der anderen Seite der Drachenposition gemacht hast. Entweder lass die Hände auf den Blöcken oder komm mit den Unterarmen auf die Blöcke und spür jetzt die Dehnung im linken Hüftbeuger und vielleicht auch Dehnung um die rechte Hüfte herum. Spür auch hier nochmal die Verbundenheit mit der Erde, die Stabilität. Lass los, lass dich tragen. Und genieße hier die letzten Atemzüge. Und dann komm ganz langsam wieder nach oben, dem Oberkörper. Schieb dein Becken ein wenig zurück, tu die Blöcke beiseite. Und dann bring dein rechtes Bein wieder zurück, neben das linke. Und dann komm nochmal in einen herabschauenden Hund. Verlängere jetzt das rechte Bein nochmal nach hinten oben, bring es unter dem Körper nach vorne. Stabile Beine, stabiler Bauch, komm hoch in den High Lunge, hoher Ausfallschritt. Und dann beug dich mit beiden Armen jetzt nach oben,
Diagonalposition halten, halten, halten. Und dann richte dich langsam wieder auf. Hände vor die Brust. Und jetzt löse den hinteren Fuß vom Boden. Bring ihn nach vorne. Knie 90 Grad vor dem Körper. Und dann einatmen, Arme über den Kopf nach oben. Zieh dich lang. Und jetzt öffne dich nach links über dein linkes Bein. In den Twist. Und dann komm wieder zur Mitte, nach oben, Hände vor die Brust, bring dein Bein nochmal nach hinten, halte die Standwaage für einen Augenblick und dann setz den hinteren Fuß auf, dreh dich wieder zur langen Seite der Matte, einatmen, Arme nach oben, dreh die Füße nach außen wieder, komm wieder in die tiefe Hocke, gegrätscht mit weiten Beinen und dann wieder einatmen nach oben, ausatmen tief, schieb die Arme immer auseinander, so weit wie du kannst und nochmal nach oben und nochmal tief auseinander schieben die Arme und dann komm wieder ein letztes Mal nach oben, richte die Füße wieder gerade aus, komm mit dem Oberkörper tief, setz die Hände wieder auf, beug die Ellbogen, Kopf tendiert Richtung Matte. Vielleicht kannst du deinen sogar auf der Matte ruhen lassen. Spür die Dehnung in der Oberschenkelrückseite auf beiden Seiten. Spür die Erdung durch das Auflegen der Handflächen und der Fußsohlen. Versuch mit der Hüfte nicht zu weit nach hinten zu fallen. Und dann wandere wieder mit den Händen weiter nach vorne, mach den Rücken lang, halbe Vorwärtsbeuge mit gegrätschten Beinen. Löse die Finger vom Boden, bring sie wieder an die Hüfte, Rücken bleibt gerade, streck die Arme zur Seite oder nach vorne für mehr Herausforderung. Halten, halten und dann ganz langsam aufrichten mit geradem Rücken nach oben. Zieh dich lang Richtung Decke und dann komm wieder langsam nach vorne an den Anfang deiner Matte. Und dann nimm die Beine auch hier nochmal auseinander, bring die Füße auseinander und komm in den Yogi-Squat, Malasana. Das Gesäß so tief, wie es für dich möglich ist. Du kannst dich gerne auch auf einen Block setzen. Bring die Ellbogen an die Innenseite deiner Knie, wenn das für dich möglich ist und dir nicht wehtut in den Knien. Es kommt ganz drauf an, wie dein Körper gebaut ist. Du musst dir keine Gedanken machen, wenn das nicht geht, dann lass einfach deine Arme zwischen deine Knie hängen und leg deine Hände auf dem Boden ab. Ansonsten genieße noch einen Augenblick die Öffnung in den Hüften. Halte den Rücken möglichst gerade hier. Denk dran, dass Knie und Füße in die gleiche Richtung zeigen sollten. Knie sollten nicht wehtun, sondern sonst löst die Position immer auf. Und dann setz dich langsam mit Hilfe der Hände auf dem Boden ab. Und dann mach ein paar Scheibenwischer mit den Knien, lass sie nach rechts und links fallen. Richtig schöne große Bewegung, die Hüfte darf mitgehen. Und dann schieb dich nach hinten auf die Matte, streck die Beine aus und komm in die Stockposition. Wenn deine Hände kurz sind, kannst du gerne die Hände auch auf die Blöcke nehmen. Ansonsten presst die Handflächen fest auf Höhe der Hüften in den Boden hinein. Mach den Rücken gerade und lang. Unter Umständen musst du eine Decke unter deinem Po zusammenrollen. Aktive Position mit angezogenen Füßen. Ganz toll auch zum Erden. Und dann bring den rechten Oberschenkel nach hinten
Und dann kannst du entweder 90 Grad den Fuß lassen oder du bringst, so wie ich das mache, die Ferse Richtung Gesäß. Du spürst auf jeden Fall eine Dehnung und wenn das zu viel ist, nimm die Butterfly-Position der Außenrotation der Hüfte, wo du also das Bein nach innen bringst. Aber wenn das für dich möglich ist, bring es mal nach außen in eine Innenrotation. Das ist mal was anderes als das, was wir immer tun im Yoga. Dann bring deinen Oberkörper über das ausgestreckte linke Bein und komm mit geradem Rücken nach vorne. Das heißt also, wir wollen heute keine Yin-Variante, sondern die Yang-Variante der Dehnung. Spür den Oberschenkel, der jetzt gedehnt ist links, aktiver Fuß. Schau, dass dein Rücken wirklich gerade bleibt, so gut es geht. Du kannst jetzt auch den Fuß fassen, wenn du so weit kommst. Ansonsten lass einfach die Hände am Boden ruhen. Und dann schau mal, was das mit deiner Hüfte macht auf der rechten Seite, was das mit deinem Oberschenkel macht auf der linken Seite. Lass den Nacken neutral und genieß die Dehnung. Das vordere Knie darf nie wehtun, denk daran, sonst beug es mehr oder leg etwas unter das Knie. Und jetzt lösen wir langsam auf, komm wieder nach oben, bring dein rechtes Bein nach vorne, stelle es auf, sodass das Knie nach oben zeigt und dann mach dich ganz gerade, atme nochmal ein, Arme nach oben und dann bring die rechte Hand hinter den Körper, mit dem linken Arm umarmst du dein rechtes Bein. Und dann nochmal einatmen, den Oberkörper lang machen und ausatmen, nach rechts drehen, in einen Twist. Das linke Bein bleibt aktiv, der linke Fuß ist weiterhin geflext. Schau, dass dein Nacken in einer angenehmen Position bleibt. Du kannst über die rechte Schulter gucken, du kannst den Nacken aber auch neutral lassen. Immer nur so weit gehen, wie das deinen Körper zulässt. Du darfst auch dein Becken ein Stück mitdrehen. Ich halte nichts davon, dass man nur den Oberkörper dreht, gerade wenn man Probleme mit dem Iliosakralgelenk hat. Es ist angenehm, wenn die Hüfte ein wenig mitdrehen kann. Und dann löse langsam wieder auf, komm nach vorne mit dem Oberkörper. Und dann mach nochmal Scheibenwischer mit den Beinen, lass die Knie nach rechts und links fallen. Du kannst auch mal ins Hohlkreuz kommen, die Brust nach oben stemmen als kleine Gegenbewegung. Und dann kommen wir zur anderen Seite. Komm nochmal vor in den Stock. Nochmal kurz aktiv sitzen mit ausgestreckten Beinen, angezogenen Füßen. Presst die Handflächen fest in den Boden oder auf die Blöcke. Und dann kannst du gerne auch eine Decke, wie gesagt, unter deinen Becken bringen. Jetzt hier nochmal gezeigt, dass dein Becken auch leichter nach vorne kippt. Merk dir das einfach generell für alle diese sitzenden Vorbeugen. Und jetzt bring deinen linken Fuß nach hinten, winkel dein linkes Bein ab. Schau mal wieder, ob du das schaffst, dass dein Unterschenkel 90 Grad zum Oberschenkel hat und ansonsten nimm deinen Fuß zum Gesäß oder aber komm in die Butterfly-Position mit dem Fuß auf die Innenseite. Je nachdem, was du auf der einen Seite geübt hast, solltest du auch auf der anderen Seite üben. Ich nehme einfach bei mir die Ferse nah ans Gesäß und dann dreh dich wieder über das vordere Bein und komm mit geradem Rücken nach vorne unten, so weit wie das für dich möglich ist. Pass auf, dass dein rechtes Knie hier nicht wehtut, sonst eben leg auch hier eine Decke unter und spann den rechten Fuß an, also flex den Fuß, halt auch den Oberschenkel angespannt
Und eben, du siehst, man kann die Hände einfach neben das Bein nehmen. Das reicht völlig aus, soweit wie alles für dich möglich ist. Du kannst auch recht aufrecht sitzen bleiben, wenn du merkst, dass das Vorbeugen für dich unangenehm ist. Dann bleib einfach aufrecht sitzen. Wahlweise kannst du natürlich auch hier wieder den Fuß greifen, wenn das für dich mühelos geht. Es gibt kein richtig oder falsch. Falsch ist es nur, wenn es nicht gut für den Körper ist. Genieß noch einen Augenblick die Dehnung. Spür in den Oberschenkel und in die Hüfte. Komm ganz langsam wieder nach oben. Löse auf, bring deinen linken Fuß nach vorne. Stell ihn, mach erst noch Scheibenwischer, Entschuldigung, als Gegenbewegung und Auflockerung. Und dann kannst du aber den Fuß aufstellen neben den anderen Fuß. Wir kommen jetzt in die Drehhaltung auf der anderen Seite. Oberkörper ist aufrecht. Streck dich zur Decke und dann öffne dich nach links. Linke Hand kommt hinter den Rücken, rechter Arm umfasst das linke Bein. Bleib schön aufrecht, rechter Fuß ist aufgestellt und geflext, das rechte Bein bleibt aktiv. Und auch hier spiel mit der Position des Nackens, ob du den Kopf einfach geradeaus halten möchtest oder nach links rüber gedreht, über die linke Schulter schauend. Auch hier wieder gerne lass dein Becken ein Stück mitdrehen. Und dann löse wieder auf, streck dein linkes Bein aus. Klopf ein wenig die Beine jetzt noch aus, locker sie aus. Und dann komm auch hier nochmal in eine kleine Gegenbewegung, bring die Brust Richtung Decke. Komm in ein leichtes Hohlkreuz und dann mach dich bereit und komm auf deine Art und Weise auf den Rücken. Kannst dich abrollen, wenn du magst. Und dann zieh die Knie zur Brust, mach kleine kreisende Bewegungen, sodass du die Wirbelsäule auf der Matte massierst. Kannst in die eine und dann auch in die andere Richtung kreisen. Dann stell die Füße auf, nimm sie weiter auseinander und lass die Knie zusammenfallen. So ein kleines Zelt. Oder du nimmst die Fußsohlen zusammen und lässt die Knie auseinanderfallen. Schau mal, ob dir jetzt für deinen unteren Rücken die eine oder die andere Bewegung besser gefällt. Mein unterer Rücken mag jetzt das Zelt lieber. Das heißt, ich nehme die Füße auseinander und lasse die Knie zusammenfallen. Nimm ein letztes Mal auch die Hände auf den Bauch und auf die Brust, wenn du magst, und spür nochmal in deinen Atem hinein. Wie geht es dir jetzt? Denk noch einmal an die Wurzeln, die tief in den Boden wachsen und dich halten. Lass dich tief sinken. Beobachte, was jetzt da ist und nimm alles an, wie es jetzt ist.
Und dann kannst du dich entscheiden, ob du Shavasana in der gleichen Position machen möchtest, also mit diesen aufgestellten Beinen oder den auseinandergeklappten Beinen, oder ob du die Beine jetzt ausgleiten lässt und dann die Arme neben den Körper nimmst, Handflächen nach oben oder unten. Komm jetzt in deine Variation von Shavasana und wechsel ganz vom Tun ins Sein. Shavasana. Und jetzt beginne deine Atmung zu vertiefen. Komm wieder mit dem Bewusstsein in deinen Körper zurück. Beginne vorsichtig Hände und Füße zu bewegen. Recke und strecke dich. Und dann mach ein Päckchen und roll dich auf eine Seite. Bleib einen Augenblick liegen. Bedanke dich bei dir selbst, dass du heute zu dieser Yoga-Praxis erschienen bist, dass du dich selbst zur Priorität gemacht hast. Und dann stoß dich langsam mit Hilfe der Hand nach oben und komm noch einmal kurz ins Sitzen. Spüre jetzt, was sich verändert hat zu Beginn der Praxis. Genieß nochmal die letzten Momente der Erdung, des Getragenwerdens, der Stabilität. Und dann bringen die Hände vor der Brust zusammen. Ich bedanke mich sehr, dass du heute mit mir zusammen praktiziert hast. Und ich möchte wie immer die Praxis abschließen mit einem gemeinsamen Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Und ich wünsche dir alles Gute und sage bis zum nächsten Mal. Vielleicht sehen wir uns wieder. Wenn dir diese Praxis gefallen hat, dann like sie doch bitte, teile sie. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du auch meinen Kanal abonnierst. Auf Wiedersehen, deine Yvonne.